Angefangen, ein Instrument zu spielen, habe ich zu Zeiten des Abiballs. Eine Freundin und ich wollten unserem Schulverband, unserem Klassenverband zeigen, dass wir total cool sind. Und das dachten wir, das machen wir am besten, indem wir halt auf dem Abiball live spielen. Und haben dann irgendwie ein oder zwei Wochen vorher eine Band zusammengestellt, auch so aus der Kneipe noch zwei Leute rausgeklaubt. Mein Stil ist, dass ich keinen habe. ich bin auf jeden Fall sehr offen, was Genres angeht und hab Songs, die irgendwie wavig sind, Elektro-Songs, auch ganz einfache Piano-Balladen. Das ist sehr divers. Als es noch Viva 2 gab, es gab ein Format, Viva 2 Rock, das war mal sonntags um 21 Uhr. Und da habe ich mich dann immer vor die Kiste geklemmt, bis tief in die Nacht und habe auf Videos von entweder Tool gewartet, die haben mich immer richtig krass geflasht, oder Slayer. Wahrscheinlich würde ich sagen die Pixies, Klassiker. Also ich habe immer so einzelne Songs, die ich dann auf meinem MP3-Player dudele wie wild. Der Tropical Remix von El Condor Pasa ist es gerade, dicht gefolgt von Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.